Wir kommen gerade von der Endrunde des Verhandlungs zum Versammlungsgesetz. Es ist für uns erfreulich, dass wir die wesentlichen Dinge auch gemeinsam beschließen können. Das heißt, dass wir in der Frage der Schutzzone uns einig sind, dass diese festgelegt wird vom Behördenleiter in der Grenze zwischen 50 und 150 Meter, dass es ein Ermessensspielraum ist. Dass wir klar uns auch geeinigt haben in der Frage der Anmeldung der Versammlung. Dort haben wir uns auf eine 48-Stunden-Frist geeinigt. Das ist für Wien ganz notwendig, also ein Wunsch der Personalvertretung, dass man auch Zeit hat, die Leute beim Abkommandieren bzw. bei der Einteilung richtig einzuteilen. Wir haben den Paragrafen, der auch mit der Menschenrechtskonvention, vor allem das Artikel 16 für uns ganz wesentlich ist und 17, dass wir außenpolitische Vorgänge, die also in anderen Ländern stattfinden, wie Wahlkämpfe oder Abstimmungen über Referenten, dass wir diese Thematik nicht hereintragen lassen nach Österreich, sodass wir hier diese Veranstaltungen auch hier die Möglichkeit haben, sie einzuschränken. Hier eine Anmeldedauer bis zu einer Woche vorgesehen und für uns ganz entscheidend, dass wir sie auch verbieten können. Dann, wenn sie insbesondere, und das sieht auch die Menschenrechtskonvention und den Artikel 17 vor, wenn sie diesen Grundprinzipien der Menschenrechtskonvention widersprechen. Das war uns wichtig und das war ja von vornherein auch unstrittig, dass wir das mit der SPÖ umgesetzt haben. Was entscheidend ist, dass wir damit die polizeiliche Arbeit vielfach erleichtern.